Ich bin hier im Hügelland angekommen, was im Grunde genommen der zweite Bereich ist hier. Dieser hier, oder machen wir es mal größer, im Grunde genommen geht es hier schon los. Das ist eigentlich der zweite Bereich, wo wir uns aufhalten im Game. Wir haben hier auch den zweiten Boss, der Frosch. Da denke ich, brauchen wir noch ein bisschen Präparation, um den legen zu können. Dieser Bereich hier, das ist dann das Vulkanland, der ist noch nicht für uns wirklich geeignet. Das habe ich nur hier über den Speer mal freigeschaltet. Warum sind wir hier? Also das Hügelland wird oft so ein bisschen, glaube ich, stiefmütterlich behandelt, weil, naja, viele sagen dann gleich, okay, ich muss hier oben hin, hier ist die Wüste, hier ist Eisen und so weiter. Das ist aber auch schwer hier. Und hier unten, das ist schwerer als dieses Startgebiet, aber ja, nicht so schwer. Der nächste Schritt für uns ist, wir benötigen einen Alpaka. Wir gucken nach besseren Begleitern und zwar möchte ich da hier in dieser Barbarenkaserne nachsuchen. Außerdem haben wir in diesem Gebiet diverse Minen, zum Beispiel für Schwefel, für Nitrate. Wir haben Kupfer, wir haben Zinn, wir haben Salz, Salinen am Meer hier rechts. Wir haben wirklich alles, was wir im ersten Ursprungsgebiet hatten, aber eben auch neue Sachen noch. Hier oben brauchen wir den zweiten Part von unserer Maske. Dieser Bereich hier, das ist sumpfig. Auch schon bei dem Frosch haben wir eben das Thema mit Gift. Also Gift, Frösche, andere Tiere, die Gift verspritzen wie Skorpione, findest du hier. Und insgesamt der Sumpf ist auch giftig. Genau, das heißt, also wir müssen uns für einiges vorbereiten. Der zweite Schritt ist, dass wir entsprechend hier weiterkommen. Die Hoffnung eben hier, einen besseren Kämpfer zu finden. Der, den ich hier jetzt gerade habe, das ist jetzt mittlerweile ein Level 50. Der hat leider seine ganzen negativen Perks nicht verloren. Der ist gut im Kampf, also für mich aktuell ausreichend, aber jetzt nicht überwältigend gut. Ja, ganz klar. Ne? Also er hat schon eine ganze Menge Negativpunkte auch. Wir haben eine Menge zu tun hier in diesem Bereich, in dem Hügelland. Und wir starten mit der Suche nach besseren NPCs. Außerdem sind wir auf der Suche nach guten Arbeitern. Schauen wir mal, was wir dort finden können. Ja, ich habe da so eine kleine Hütte gebaut aus Stroh. Da sind eben ein paar Betten und ein Leuchtfeuer drin, ein bisschen Nahrung und so, damit wir uns hier versorgen können, damit wir uns erholen können. Diese Lamas sind super nervig. Es wird wahrscheinlich gleich wieder nach mir spucken. Hau ab. Oder Alpaka. Also das, ja, jetzt ist es weg. Gut, normalerweise spuckt es dich an. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Also die sind hier in diesem Talkessel, in diesem Camp. Und die sind natürlich nicht ganz einfach. Wir suchen rote. Der ist blau. Der ist lila. Und wir gucken danach, ob wir Arbeiter sehen, die wir auslesen können. Das ist schon mal nichts Besonderes hier. Das heißt, diesen Bereich räumen wir jetzt mal auf, wenn du so willst. Bitte immer einer nach dem anderen. Wir müssten natürlich idealerweise... Ja. Das Feuer verhindern, genau. Alarm, schade. Also ich bin jetzt nicht das erste Mal hier drin. Das heißt, ich kenne den Bereich schon ganz gut. Die Kisten nehmen wir mal mit. Vielleicht hätte ich doch das Tier mitnehmen sollen zum Tragen. Werde den eben nochmal holen. Okay. Jetzt haben wir jemanden dabei, der uns tragen hilft. Jetzt gucken wir mal hier. Meiner Erfahrung nach kann man diese Gefangenen meistens vergessen. Die haben meistens irgendeinen fiesen, negativen... Da ist ein Roter. Ah, ein Elitärkrieger. Komm. Ja gut, okay, die gehen eh noch eine Ebene weiter nach unten, nehme ich mal an. Da ist noch ein Roter. Mittelwächter, Wurfmesser, Assassine. Kann man sich angucken. Den habe ich mir mal markiert. Haben wir keine Arbeiter hier jetzt gerade? Wohl nicht.
Okay. Da ist der, den wir haben wollen. Wir müssten erstmal den da vielleicht loswerden. Dann können wir uns in Ruhe um den anderen kümmern. So. Da oben, das finde ich echt unfair, dass du da oben stehst. Jetzt haben wir ihn. Das war jetzt wirklich ungünstig. Also den bringe ich jetzt mal nach Hause. Ja. Wir könnten ihn auch hier, wenn wir hier irgendwo ein Bett haben, könnten wir ihn auch da ablegen. Aber da wir direkt hier nebenan gebaut haben, passt das schon, denke ich. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, eure Erfahrung, wenn ihr Gefangene als Begleiter euch rausgesucht habt, ob die auch so viele schwierige negative Perks hatten. Also zum Beispiel, dass sie den Stamm gegen euch aufbringen oder so. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass das wirklich so Perks sind, wo du sagst, naja, nee, danke. Dich will ich nicht in meinem Stamm haben. Wir gehen jetzt hier runter. Wenn, also meiner Erfahrung nach, wenn ich da gehe, dann wird immer da ein Alarm ausgelöst und die bringen die guten Sachen weg. Das würde ich gerne vermeiden. Ein Basiswächter. Aber ein roter. Also markieren wir uns mal. Was bist du? Nee. Ein Elitärkrieger. Okay. Er ist gut. Den wollten wir haben. Komm her. Oh. Und dich wollte ich auch haben. Gut. So, das heißt, mit dem Rest können wir aufräumen. Okay. Wo ist der andere? Okay. Wir scheinen keinen weiteren Alarm ausgelöst zu haben. Noch ist alles friedlich hier. Was haben wir dann da? Also wir haben jetzt schon mal drei rote. Das ist, ich glaube, so viele rote habe ich hier noch nie gefunden. Ehrlich gesagt. Du bleibst hier. Da haben wir einen Häuptling, den wir bekämpfen müssen. Da ist noch ein roter. Aber das könnte schwierig werden, den da rauszuholen. Wir gehen noch einmal zurück. Wir gehen mal auf die andere Seite. Was mich wundert, ist, wir haben noch gar keine Arbeiter gesehen. Ach, der kommt runter. Gut, dann wechseln wir. Warum konnte ich eben nicht nach hinten springen?
Oh oh. Muss mich mal eben heilen. Noch eine kleine Info zu den Arbeitern. Ihr könnt sie auch im Kampf daran erkennen, dass sie in der Regel mit ihrem Werkzeug erstmal kämpfen. Es kann sein, dass sie dann während des Kampfes auch wechseln, aber sie kommen in der Regel erstmal mit ihrer Axt oder ihrer Sense oder was auch immer sie haben auf euch zu und kämpfen mit euch. Könntest du mal da rauskommen aus dieser Ecke? So. Bist du ein Arbeiter? Bist du der Arbeiter? Ja. Metzger. Jetzt muss ich aufpassen. Ich will nur die Informationen von dir, aber der hat offensichtlich eine spezielle Profession. Das ist interessant. So, was haben wir da oben? Baba. Hier ist die sozusagen, ja, hier ist sozusagen das Ende, wenn du so willst. Wir gehen mal hier runter. Ja, ein Handwerker. Den, kommst du mal her hier? Könntest du mal kurz? Na, komm mal mit. Komm mal mit. Kommt der? Würde mich gern mit dir unterhalten. Nein, nein. Ja, okay. Das war die... Okay, das ist ein Handwerker, glaube ich. Nicht genug Maskenenergie. Nee, ach, das ist der Nachtläufer. Und du? Basisjäger wollen wir beide nicht. Das ist nicht gut. Okay, jetzt werden wir erstmal hier verschwinden. Das bedeutet jetzt vermutlich, dass sie den guten Loot jetzt wegbringen werden. Es kann sein, dass uns gleich welche entgegenkommen, die uns nicht wohlgesonnen sind. Also oftmals ist es so, dass dann auch ein Angriff eines anderen Stamms auf diesen Stamm hier erfolgt. Oder plötzlich hast du irgendwelche wilden Wildschweine oder irgendwas. Nachdem sich die Situation wieder beruhigt hatte, bin ich wieder natürlich zurückgegangen, um mein Werk hier zu vollenden. Und es ist tatsächlich so, wenn sie erstmal Zusatztruppen rufen, die spawnen so lange weiter, wie du dich in diesem Gebiet aufhältst. Das heißt, es macht absolut Sinn, gerade im Singleplayer, wenn man einmal einen Rückzug antritt, sich die Situation beruhigt hat und die Zusatztruppen weg sind und dann wieder reingeht. Ich habe hier dann noch den Häuptling bekämpft, was relativ easy war, wie man hier sieht. Und dann zum Big Boss.
Ah, gut. Nicht gut. Unsere fünf hier sind soweit. Leider haben wir den einen verloren, mit dem ich unterwegs war. Und nachdem ich jetzt mit meinem eigenen Charakter hier wieder unterwegs war, muss ich sagen, der NPC, mit dem ich unterwegs war, wirklich ganz gut war. Ja, jetzt schauen wir uns mal hier die beiden Handwerker an als erstes. Wir gucken mal rein, was die mitbringen. Das ist einmal der Metzger im Wald. Jetzt bin ich gespannt, ne? Der Metzger im Wald, schnell hungrig. Das ist also diese negativen Kampfgeschichten sind uns egal. Ein guter Weber, Metzger im Wald, ein gekonnter Tierjäger. Und dann hat er aber auch, was Arbeiten angeht, eine extrem hohe Wachstumsrate und gut Giftimmunität auf Stufe 2. Das ist schon nicht schlecht. Schauen wir mal auf sein Können. Ofenfeuerung, Holz und Stein, Weben, reichlich Sachen, die bis auf Stufe 3 gehen. Gut, Kampf ist klar, das ist nicht so relevant. Vom Metzger im Wald hatte ich mir ein bisschen was Besseres erhofft, aber okay. Der andere. Uiuiui, böse Absichten. Das heißt, den werden wir auf jeden Fall entlassen. Böse Absichten ist nichts. Das ist der Mittelhandwerk. Also da kann er auch sonst irgendwas Gutes haben, was er sowieso jetzt nicht wirklich hat. Rüstungsherstellung 123. Das ist super, aber böse Absichten. Ja, leider. Also, er arbeitet nicht gern. Wir werden ihn leider entlassen. Und tschüss. Ups, ab durch die Wand. Gut, den werden wir mal behalten. Der ist, ja, nicht so toll, aber auch nicht so schlecht. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Level 26 Wurfmesser-Assassine. Dann wach mal auf. Und du bitte auch. Und du auch. Kann ich hier bleiben? Ich habe es geschafft. Na, schauen wir mal. Ja, du hast Hunger. Ist schon klar. So, 28, 27, 26. Wurfmesser-Assassine. Charakter. Vorliebe für Leoparden. Abneigung für Fleisch, Aversion gegen Fleisch, naja, dann isst er halt kein Fleisch, das ist okay. Trinkt Blut, kann er was Besonderes? Speer. Ja, nee. Schauen wir mal beim nächsten. Erstmal auf das Können. Der hat bei 123 bei Speer. Das gefällt mir ganz gut. Was hat der? Erderschütternd. Klingen ist nicht seins. Fäustlinge ist nicht seins. Ach, der ist auch im Herzen böse. Im Herzen böse, Stufe 2. Böse Absichten ist schlecht. Ist wirklich schlecht. Das ist ärgerlich. Und was ist mit ihm? Ich weiß schon, die Sachen können sich ändern, aber böse Absichten ist ein bisschen wirklich schwierig. Überraschungsangriff, aufmerksam, Giftimmunität, Bärbogenschild, Können. Hammer, Fäustlinge, Klinge, Großschwert, Doppelklinge und Speer auf Stufe 3. Ich denke, den behalten wir. Also den schicken wir leider, den schicken wir weg. Du musst leider gehen. Die anderen beiden können wir behalten. Die können sich ja entwickeln. Also die sind ja entwicklungsfähig. Ja? Wir nehmen erstmal diese drei mit. Wo sind denn die alle hin? Die sind alle draußen. Und tanzen. Okay. Also erstes Ziel erreicht. Wir haben ein paar, die haben Potenzial, sage ich jetzt mal. Klar müssen die auch wieder entwickelt werden. Es ist der nächste kleine Schritt. Ich persönlich finde es spannender zu sehen, wie sie sich entwickeln, als mir vielleicht einen 45er oder 50er zu holen, der schon ja, fertig ist, wenn du so willst. Wobei man sagen muss, dass die Entwicklung der Perks bereits im Vorfeld feststeht. In den nächsten Schritten werden wir hier einen Ort suchen, an dem wir eine neue Base bauen, die letztlich
wir dann behalten wollen bis zum Ende. Das ist ja überhaupt kein Problem, da wir ja jetzt überall diese Portale haben, von denen aus wir überall hinreisen können. Wir werden viele Materialien hier farmen und werden die entsprechenden Dungeons hier in der Gegend besuchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.